können Sie mal raufrufen? Sophie soll runterkommen. Ich habe den Wagen voll. Sie soll mir helfen. So viel eingekauft? Ja, für den ganzen Monat. Hallo? Ja. Ja, ich komme. Alles gekriegt? Ja, alles. Oh, ich bin vollkommen erledigt. Heute hat alle Welt eingekauft. Ist ja auch der Erste. Ja. Die Leute haben Geld und sie geben es aus. Ich auch. Bitte, Herr Droste. Herr Droste, könnten Sie mal zu uns kommen? Im Bad funktioniert die Dusche nicht. Der Duschkopf ist wohl wieder verkalkt. Es tröpfelt nur noch. Wann darf man denn da mal kommen? Na, jederzeit. Ich werde immer allergischer gegen Menschen. Anstehen, anstehen. Die Schlange an der Kasse hättest du mal sehen sollen. Und dann noch diese Scheckausfüllerei. Gut, dass du das machst. Ich hätte keine Geduld dazu. So, jetzt fahre ich den Wagen in die Garage. Okay. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Anna? Ja? Ihr Wagen muss da weg. Er steht zu sehr in der Einfahrt. Bin schon dabei. Meld mich nur noch beim Friseur an. Adrian? Ja? Wann kann ich kommen? Du kannst gleich da bleiben. Ich komme in einer halben Stunde. In Ordnung. Mit Ihnen? Kann man Ihnen helfen? Nicht reingehen. Ist Ihnen schlecht geworden? Geh da nicht rein. Was war das denn? Hast du nicht gesehen, dass die Frau tot ist? Mann, wo bleibst du denn? Maria, was ist denn? Anna ist tot. Man hat sie gefunden im 12. Stock. Sie ist ermordet worden. Da sehen Sie. Der Hals. Blut unterlaufen. Erwürgt. Sie wurde erwürgt. Sehen Sie, Herr Doktor. Ich bin kein Arzt, aber ich denke, Sie haben recht. Man sieht es ganz deutlich. Kennt jemand diese Frau? Ja. Das ist Anna Demel. Sie wohnt im 8. Stock. Im Fahrstuhl erwürgt. Ja, ich holte den Fahrstuhl herauf und da lag sie. Ist die Polizei verständigt? Ist unterwegs, ja. Ja, man kann sie doch hier nicht liegen lassen. Bringen wir sie herein zu uns? Fassen Sie bitte mal mit an. Wo legen wir Sie hin, Herr Doktor? Irgendwo hin. Auf die Terrasse. Herr Bubach, bitte, machen Sie mal auf. Erwürgt worden. Im Fahrstuhl. Sehen Sie sich Ihren Hals an. Wer sind Sie?
Wir wohnen zusammen. Sie wollte doch nur noch den Wagen in die Garage fahren. Da kommt wohl die Polizei. Polizei nehme ich an. Bitte kommen Sie herein. Danke. Eine tragische Geschichte. Ein junges Mädchen, sehr jung, besteigt in der Tiefgarage den Fahrstuhl. Und Diana, kommst du mal? Die Herren sind von der Polizei. Grüß Gott. Grüß Gott. Erzähl die Geschichte. Welche Geschichte? Na, du hast sie doch gefunden. Meine Frau wollte mit dem Fahrstuhl hinunter. Er kam, er öffnete sich und da lag die Tote vor ihr auf dem Boden. Wo ist die Tote? Ich wollte sie dort nicht liegen lassen, ich habe sie hereinbringen lassen. Kommen Sie. Sie ist erwürgt worden, nicht wahr? Bitte, wer sind Sie? Mein Name ist Sophie Schlüter. Wir wohnen zusammen im 8. Stock. Sie wollte doch nur den Wagen in die Garage fahren. Das ist ihr Wagen. Sie war einkaufen. Ich habe ihr dann geholfen, die Tüten raufzutragen. In der Zeit stand der Wagen oben vorm Eingang. Und dann fuhr sie ihn hier runter in die Garage. Tja. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Man könnte sie hier ermordet haben und hat sie dann in den Fahrstuhl gelegt. Ja. Der Mörder kann überall zugestiegen sein. Schauen wir mal. Hatte sie ihre Handtasche bei sich? Ihre Handtasche? Nein, die liegt noch oben. Sie hat nur den Autoschlüssel mitgebracht. Wie lange wohnen Sie denn schon mit Anna Demels zusammen? Ein Jahr. Hier im Haus. Hm? Wie war sie denn eigentlich? Mentalität, Temperament, hatte sie Freundschaften? Erzählen Sie mal. Sie war sehr lebhaft, immer gut gelaunt. Und Freunde hatte sie irrsinnig viel. Sie hat sich mit jedem verstanden. Sie war sehr kontaktfreudig, viel mehr als ich. So. Also, wenn sie noch gelebt hat, dann ist sie in den Fahrstuhl gegangen und hat die 8 gedrückt. Also, entweder war der Mörder schon im Lift oder ist unten in der Garage zugestiegen oder er ist unterwegs eingestiegen. Wir nehmen jetzt die Zeit, die der Fahrstuhl braucht, bis zum 8. Stock. Sekunden. Diana! Die Herren von der Polizei sind es nochmal. Wir haben nur eine Frage, liebe Frau. Sie haben hier im, wie hoch sind Sie hier? Im 12. Stock. Ja, Sie haben den Fahrstuhl geholt. Uns interessiert nun von wo? Von wo? Das weiß ich nicht. Wie lange hat es gedauert, bis der Lift kam? Können Sie das ungefähr sagen? Kam er sofort oder mussten Sie etwas warten? Das ist eine interessante Frage. Sie wollen feststellen, wurde sie unten ermordet, in der Garage oder im Fahrstuhl selbst? Darum geht es doch wohl. Ja, genau darum geht es. Hast du lange auf den Fahrstuhl warten müssen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Tja. Ich mache mir auch ein paar Gedanken. Was für ein Mord ist es? Wurde sie beraubt? Nein, sie wurde nicht beraubt. Das Motiv also noch ganz unklar. Vielleicht ein persönliches Motiv. Möglicherweise hat sie jemand umgebracht, der hier in diesem Hause wohnt. Na, wie auch immer, ich beneide sie nicht um ihre Aufgabe. Das ist Herr Droste, der Hausmeister. Ich habe ihn gleich verständigt. Und das ist Herr Bubach. Er wohnt hier im Grüß Haus. Gott. Er ist pensioniert, ein Rentner, der bei mir den Garten macht. Wenn man das hier einen Garten nennen kann. Nein, es
Es ist sehr schön hier. Ja, man hat einen weiten Blick und befindet sich hier über allem. So bekommt man Distanz. Und Distanz schafft eine andere Art von Nähe. Manchmal eine bessere. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite wissenschaftlich. Bitte warten Sie hier. Ich möchte nicht, dass man den Sarg durch die Wohnung trägt. Aber warum denn nicht? Ich möchte gerne Ihre Wohnung sehen. Ich kann es nicht begreifen. Ich begreife es einfach nicht. Wer bringt sie um und warum? Sie hat niemandem etwas getan. Sie war immer freundlich, liebenswert, hilfsbereit. Hallo? Ich bin's, Adrian. Anna wollte doch kommen. Ich warte auf sie. Es ist der Friseur. Er sagt, Anna habe sich bei ihm angemeldet. Wann? Fragen Sie ihn, wann sie sich angemeldet hat. Wann war denn das? Vor einer Stunde. Ich sagte, du kannst gleich hierbleiben. Aber sie wollte nicht. Sind Sie mit ihr befreundet? Was verstehen Sie darunter? Sie duzen sie. Ich schlafe nicht mit ihr. Sagen Sie, hat sie gesagt, dass sie das Auto noch in die Garage fahren will? Nein, das hat sie nicht gesagt. Jetzt sagen Sie mir mal, was los ist. Haben Sie das noch nicht gehört? Sie ist tot. Was? Ja. Ermordet im Fahrstuhl. Was sagen Sie da? Ermordet? Im Fahrstuhl? Von wem denn? Wie denn? Bin ich der Letzte, der sie lebend gesehen hat? Na, wir hoffen, Sie waren der Vorletzte. Der Letzte war der Mörder. Ja, ich bin der Hausverwalter. Eine ganze Menge Arbeit. Das Haus hat mehr als 50 Wohnungen. Da stirbt immer wieder mal jemand. Es wohnen ja viele alte Leute hier. Aber Mord, das haben wir noch nicht gehabt. Wie war denn Ihr Eindruck von den beiden jungen Mädchen? Sehr gute Mieterinnen. Und ganz unauffällig. Jetzt dieser Mord. Die Leute haben Angst, den Fahrstuhl zu benutzen. Vielleicht haben wir einen Irren im Haus. Wir müssen mal mit dem Hausmeister reden. Geht das? Grüß Gott, stören wir Sie? Nein, nein. Ich störe nicht. Ich habe mich nur kurz hingelegt. Sagen Sie mal, warum? Was ist denn los? Warum sind Sie so aufgeregt? Was ist? Aufgeregt? Wieso? Macht das die Tote im Fahrstuhl? Ja, aber irgendwann ist Schluss für jeden. Für den einen früher, für den anderen später. Tja. Wir nehmen den Tod so wichtig. Im Ernst. Ist das Ihre Meinung? Das hat der Dr. Schönfelder zu mir gesagt. Ach was, wann denn? Jetzt? Ich meine, bezogen auf den Tod der jungen Dame? Naja. Sie haben das Mädchen doch auch gekannt. Ja, natürlich. Welche Beziehung hat sie denn gehabt? Ich meine, man hat sie öfters getroffen. In dem Haus gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Sauna, Restaurant, Fitnesscenter. Ja, natürlich. Die war da immer. Unterwegs. Wissen Sie, die jungen Leute heute können sich viel mehr leisten, als wir uns früher leisten konnten. Ich konnte mir nie was leisten. Und heute? Die sausen nur so durchs Leben und haben alles. Unser einer darf sich mal auf die Couch legen. Kann froh sein, wenn keiner was von einem will. Haben Sie auch in der Tiefgarage zu tun? Ich habe überall zu tun. Aber wie das bezahlt wird, da ist 5.000 Mark. Eine Riesensumme dagegen. Ja, wieso kommen Sie gerade auf 5.000 Mark? Warum soll ich nicht von 5.000 Mark sprechen? Ich sag's, weil es eine Riesensumme ist, die mit mir nichts zu tun hat. Mit mir nicht. Kann ich mir noch ein Bier holen? Holen Sie sich noch ein Bier, falls Sie noch eins vertragen können. Ja,
Ich habe gesehen, wie sie den Sarg rausgetragen haben. Jetzt wissen alle Bescheid. Und alle sind ganz entsetzt und haben Angst. Es braucht niemand Angst zu haben. Wir sind auf die Mithilfe der Hausbewohner angewiesen. Es ist alles wichtig, was Anna Demel anbelangt. Auf mich können Sie sich verlassen. Aber ich bin froh, dass ich in keinen Fahrstuhl steigen muss. Ich wohne nicht in diesem Haus. Sagen Sie, wo ist denn das Restaurant hier? Na, nichts los in Ihrem Geschäft? Eine Kollegin ist da. Ich habe Schluss gemacht für heute. Ich bin ganz fertig. Das verstehe ich. Ich erzähle es gerade, dass sie erwürgt wurde. Er kennt sie nämlich auch. Kannten Sie sie gut? Mehr vom Sehen. Er wohnt hier im Haus. Sie war ja oft hier, hat hier gegessen. Irgendwie ist man sich hier immer mal über den Weg gelaufen. Ich habe gesagt, ich bin ganz fertig. Er aber auch. Ja, ja. Ich auch. In welchem Stockwerk wohnen Sie? Im vierten. Die ganze Zeit fragen wir uns, wer das getan hat. Jemand aus dem Haus hier? Könnte doch sein, oder? Ja. Ein Außenstehender kommt wohl kaum in Frage. Dafür gibt es gute Gründe. Sie ist nicht beraubt worden. Sie hat ja nicht mal eine Handtasche bei sich. Das Fahrzeug wurde nicht gestohlen, obwohl sie die Schlüssel bei sich hatte. Ihre Kleidung war in Ordnung, also keine Gewaltanwendung, kein Verdacht auf ein Sexualverbrechen. Nein, nein, nein. Sie wurde im Fahrstuhl kaltblütig und heimtückisch. Und ohne ihr Wissen wurde sie erwürgt. Und darum, glaube ich, steckt der Mörder hier in diesem Haus. Das meine ich auch. Ich spreche gerade mit ihm darüber, dass wir den Mörder wahrscheinlich kennen. Eine irre Vorstellung. Andererseits ist es wieder nichts Besonderes, sagt Dr. Schönfelder. Was sagt er? Dass eine Menge Mörder herumlaufen. Die, die es sind und die, die es werden. Er hält Mord für keine besondere Sache. Wann haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Immer mal wieder, wenn er bei mir im Stuhl sitzt und ich ihm die Haare schneide. Wissen Sie, Mord ist sein Thema. Er hält darüber Vorträge oder schreibt sogar Bücher darüber. Herr Grunau macht manchmal Besorgungen für Dr. Schönfelder. Sagen Sie, was macht er nun wirklich vom Beruf? Wie nennt er sich? Er ist Privatgelehrter. Und Mord ist sein Hauptthema? Naja, Mord und der Mensch selbst. Er sagt... Irgendwie ist jeder Mensch ein Mörder. Irgendwie hat er da einen richtigen Tick. Na, mit dir hat er doch sicher auch darüber gesprochen. Ja, ja. Aber das kotzt mich an. Bezahlst du für mich, fahr auf. Den hat's noch mehr mitgenommen als mich. Kann ich zahlen? Die Herren sind von der Polizei. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Schöne Schweinerei, die da passiert ist. Die Kleine war oft hier. Mit ihrer Freundin. Jeder fragt sich jetzt, wer der Mörder ist. Und ob er sich hier im Haus befindet. Ich gehe dann auch. Mal sehen, ob Grunau mit dem Fahrstuhl hochfährt. Außer der verquasten Philosophie von diesem, wie heißt er? Schönfelder. Haben wir eigentlich nicht viel erfahren. Na, wir haben erfahren, dass Dr. Schönfelder Mord für nichts Besonderes hält, aber das heißt ja noch nichts. Tja, sieht so aus, als müssten wir jetzt das ganze Haus auseinandernehmen. Ah.
Also in diesem Haus gibt es über 65 Parteien. Wir haben es zu tun mit mehr als 100 Personen. Kinder nicht mitgerechnet. Und die sollen alle vernommen werden? Tja, was willst du sonst mit ihnen machen? Gehen wir dann sozusagen von Tür zu Tür? Ja, sozusagen. Ganz schön mühsam. Tja, das kann man wohl sagen. Naja, zunächst einmal werden wir feststellen, wer vielleicht polizeilich bekannt ist. Wir filtern. Zunächst einmal ganz grob. In der Hoffnung, dass jemand drin hängen bleibt. Du sagst es überdeutlich. Von der Hausverwaltung haben wir hier die Auflistung von den ganzen Mietern. Bitte, bedient euch. Nimm nicht den Fahrstuhl. Werden wir jetzt nie wieder Fahrstuhl fahren? Nicht von hier. Wir werden jetzt alle unter die Lupe genommen. Ja, wie denn? Warum denn? Stehen wir denn alle unter Mordverdacht? Warum denn nicht? So viel ist doch klar. Der Mörder ist hier im Haus. Ja, und die Polizei sucht ihn auch hier im Haus. Servus, grüß dich. Können wir noch was zu trinken kriegen? Worüber wird denn geredet? Wovon soll denn gesprochen werden? Von dem Mord natürlich. Das schwirrt hier nur so von Gerüchten. Haben Sie auch was beizutragen? Ich? Nee. Ja, aber nervös macht es schon, nicht? Wir kommen gerade aus der Garage. Meine Frau wollte partout nicht in den Fahrstuhl. Kann ich verstehen. Gehst da rein in den Kasten und da ist schon jemand drin. Und mit dem stehst du dann da und fährst hoch. Und bist allein mit dem Typ. Das Essen? Es kommt gerade. Bitte, Herr Doktor. Danke, Herr Bubach. Bubach soll dann zu mir kommen. Guten Abend. War wohl viel los da unten? Ja, ziemlich mehr als sonst. Worüber reden Sie? Über den Mord natürlich. Mord ist die beste Unterhaltung, die es gibt. Sag mal, bist du denn nicht ein bisschen zu lange drin? Wiederschauen. Gute Nacht, wiederschauen. Bist du da drin eingeschlafen? Kleine, mir geht es genauso. Sie war ja oft hier. Ein Stück Leben vom Besten. Jan! Jan, warte einen Moment! Wie schmeckt es dir, meine Liebe? Danke, sehr gut. Wir haben in diesem Haus einen ausgezeichneten Koch. Ja. Aber es ist zu einsam hier oben. Aber. Die Einsamkeit ist das fruchtbarste Feld des Menschen. Das Feld, auf dem die Erkenntnisse wachsen. Wo sollen sie denn herkommen aus dem Mittendrin des Lebens, wo man ständig beschäftigt ist mit Lächerlichkeiten? Ich habe deine Bücher gelesen, deine Vorträge gehört. Die Frucht der Einsamkeit ist die Distanz. Man bekommt Distanz zu allen Dingen. Auch zum Menschen selbst, so wie er ist. Wie er wirklich ist. Und man erschrickt. Ja, das ist richtig. Die Wahrheit hat etwas an sich. Sie ist gut. Selbst wenn sie uns manchmal nicht gefällt. Heb dein Glas. Wer ist da? Wer klopft denn da? Ist denn jemand? Ich werde den Hausmeister rufen.
Ja, ist in Ordnung. Danke. Wir haben da eine Hausmitteilung bekommen. Ja, die haben alle bekommen. Die Polizei hat hier ein Büro eingerichtet, im Restaurant, im Nebenzimmer. Jeder, der etwas zu dem Mordfall sagen kann, soll sich doch melden. Und? Melden sich Leute? Die meisten wollen nichts sagen, sondern lieber etwas hören. Vor allem, wie sicher sie jetzt hier sind. Das kann ich gut verstehen. Apartment 225. Und außerdem ist Ihnen richtig aufgefallen. Das war's auch schon. Dankeschön. Ja. Also viel Verwertbares erfahre ich nicht. In solchen Fällen ist jeder jeden verdächtig. Das ganze Haus ist ein einziges Misstrauen. Wir müssen jeder Aussage nachgehen. Ich kann heute nicht kommen. Was ist denn los? Da bist du krank. Ja, ob du krank bist. Was? Du passt am Abend, wir haben eine Menge Arbeit. Du kannst nicht einfach krank feiern, bloß weil du keine Lust hast zum Arbeiten. Ja, verstehen wir uns da richtig? Ja, aber es muss dir reichen, wenn ich sage, ich fühle mich nicht wohl. Und ich komme heute nicht. Du kannst die Letzte haben. Wir sind drin. Der Hochhausmord. So einen Umsatz habe ich noch nie gehabt. Bitte schön. Machst du blau heute? Gib mir was zu trinken. Was darf denn sein? Ein Bier. Du weißt, dass die Polizei da hinten sitzt. Das sind eine Zweigstelle vom Präsidium. Ja, ich hab gehört. Jeder kann seinen Verdacht loswerden. Hast du auch einen? Ist denn da gerade Betrieb? Im Moment nicht. Aussage von Apartment 203. Ja, vielen Dank. Ah, Herr Grunau, bitte. Nehmen Sie Platz. Komm mal mit, Willi. Haben Sie unsere Mitteilung bekommen? Ja, Sie waren im Briefkasten heute Morgen. Tja. Was haben Sie in dem Zusammenhang zu sagen? Zusammen? Ich weiß nicht. Ich meine, ob es was zu bedeuten hat, das müssen natürlich Sie entscheiden. Ja, sprechen Sie nur. Wir gehen jedem Hinweis nach. Es hat mit Dr. Schönfelder zu tun. Der ganz oben wohnt, der das Penthouse hat. Ja, Dr. Schönfelder ist uns bekannt. Seine Frau hat die Tote ja gefunden. Ja, und er? Hat er sie auch gesehen, die Tote? Ja. Er hat sie in seine Wohnung hineinbringen lassen. In seine Wohnung? Hm? Auf seine Terrasse. Sie wollte doch was sagen. Wissen Sie, ich kenne den Doktor ziemlich gut. Ich bin da so ein Mädchen für alles für ihn. Fahr ihn auch mal in die Stadt, wenn er was zu erledigen hat. Naja, und wir haben auch mal ein Bier zusammen getrunken. Bei mir, bei ihm auf der Terrasse. Wir haben uns unterhalten. Er hat immer gesagt, dass er sich sehr gern mit mir unterhält. Aber ich glaube, ich habe mein Bier stehen lassen. Wo steht's denn? An der Bar. Billy sah so lieb, ja. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Sie sagten, Sie haben sich mit Dr. Schönfelder unterhalten. Ja. Ein Mann, der einen Namen hat. Bücher schreibt, Vorträge hält. Man hat Artikel über ihn geschrieben, er hat sie mir gezeigt. Über Gott und die Welt hat er sich mit mir unterhalten. Bitte. Und über Menschen. Wer sie sind, was er von ihnen hält. Er sagte, der Mensch braucht nur eine Art von Rechtfertigung für Mord.
Er akzeptiert sie sofort, so fragwürdig sie auch ist. Das ist keine Theorie, lieber Freund, sagte er. Das ist zu beweisen. Im Experiment. Sagte er Experiment? Deswegen bin ich doch hier. Er meinte, dass man es beweisen könne. Vielleicht hat er es bewiesen? Und er hat mit Ihnen darüber gesprochen und auch mit anderen. Wissen Sie, das war sein Thema. Das hat ja auch mit dem Buch zu tun, das er gerade schreibt. Er hat mit jedem geredet, der ihm gerade über den Weg lief. Mit wem? Mit Pubach. Na, ist der Mann, der seinen Garten in Ordnung hält, nicht? Und mit dem Hausmeister, mit dem besonders. Auch mit dem Friseur, er hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Der gute Grunau. Mechaniker, Kraftfahrzeuge. Wissen Sie, jeder Mensch hat einen Mittelpunkt seines Interesses. Dieser junge Mann hat Autos im Kopf. Hat also darüber gesprochen. Hoffentlich hat er gut erklärt, was ich meine. Ja, naja, also, mir wäre es lieber, wenn Sie es mir sagen mit Ihren Worten. Gerne. Ich sagte, jeder Mensch habe einen Mittelpunkt für sein Interesse. Bei mir ist es der Mord. Die Tatsache, dass die Menschheit ihn nicht los wird. Sie kann ihn nicht loswerden, weil er zu ihr gehört. Er ist immer ganz nah als Möglichkeit, als Versuchung, als Gelegenheit. Man braucht, habe ich das recht verstanden, man braucht also nur eine Erklärung für sich selbst, die den Mord selbst entschuldigt, ja? Hat er so gesagt? Ja. Da scheint er mich ja verstanden zu haben. Was eine Leistung ist für einen Mann, der nur Autos im Kopf hat. Diana, kannst du uns etwas zu trinken bringen? Ein Gläschen Champagner, tun Sie mir den Gefallen. Wir haben interessante Gespräche. Denken Sie an die Terroristen. Wo immer sie auftauchen, sie morden im Namen einer Ideologie, was die interessanteste Entschuldigung ist. Oder im Namen einer Religion, wo Mord geradezu heilig gesprochen wird. Aber so groß müssen die Gründe gar nicht sein. Auch die kleinen reichen aus. Die Gründe für die schlecht weggekommenen. Ja, ich hörte das. Aber lieber Freund, wem sage ich das eigentlich? Sie müssen es doch wissen, wie lächerlich gering sie zuweilen sind, die Gründe für Mord. Ich hörte, Sie scheiden darüber. Ja, es ist eine größere Arbeit. In der Sie beweisen wollen, wie einfach es ist, wenn ich Sie recht verstanden habe, Menschen zu Mördern zu machen. Ja, das ist richtig. Und dass man das auch experimentell beweisen kann. Was halten Sie von einer solchen Aufgabe? Muss auch für Sie interessant sein. Ja, ein Experiment dieser Art würde das nicht zwangsläufig, meiner, auf Anstiftung zu Mord hinauslaufen. Sehen Sie das so? Ich sehe das anders. Ich sehe da eine wissenschaftliche Aufgabe. Die Formulierung und Weitergabe einer Erkenntnis über die Mördermentalität der Menschheit. Wenn Sie Ihren Nietzsche kennen, der sagte es. Die Grausamkeit gehört immer noch zu den höchsten Festesfreuden der Menschheit. Bitte. Danke sehr. Wissen Sie, worüber Ihr Mann und ich uns unterhalten? Ja, das weiß ich. Meine Frau ist mit dem Thema vertraut. Sie mag es nicht. Sie mag es nicht nur nicht, sie hasst es. Na, trinken wir mal. Trinken Sie mit. Oh ja, gerne. Ja, ich habe Grunau in Versuchung geführt. Es ist gar nicht so schwer, einen Menschen an Mord heranzuführen. Viel leichter, als jeder denkt. Wissen Sie das nicht? Wen haben Sie denn noch auf diese Weise an Mord herangeführt? Mein Gärtner, den Hausmeister, den Friseur. Leute, die alle sehr interessant fanden, was ich sagte. Sondern glauben Sie, dass der Mord an Anna Demel... Ob dieser Mord mit unserem Thema, mit meinem Thema zu tun hat? Ich weiß es nicht. Aber ich wüsste es gerne. Was Sie sich denken können, es wäre ein faszinierender Abschluss... Meine Arbeit. Eine Frage. Ist Ihr Mann normal? Ich will Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich nicht sehr wohl in meiner Haut.
meine, der muss krank sein. Stiftet Leute zum Mord an, um eine absurde Idee zu rechtfertigen. Das ist Anstiftung zum Mord, ein Grund, ihn festzunehmen. Anstiftung zum Mord, ja. Vielleicht kann man ihn festnehmen, aber wir suchen den Mörder. Ich muss jetzt was trinken. Na? Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Was sagt er? Hat er was gesagt von den 5000 Mark? Von was für 5000 Mark? Hat er also nicht darüber gesprochen? Nein. Er hat das Geld in seinen Briefkasten gelegt. Er hat mir gesagt, wer es tut, darf es behalten. Der Briefkasten ist offen. Moment mal, wer es tut, wer was tut? Er hat sich nie genau ausgedrückt, aber irgendwie war das jedem klar. Wer es tut, darf es nehmen. Ja, darauf war er doch aus. Irgendwie wollte er seinen Mörder haben. Er war ganz sicher, einer von uns tut es. Ich habe am nächsten Morgen nachgesehen. Sein Briefkasten war tatsächlich offen. Und es lagen 5000 Markscheine darin. Und gestern Abend waren sie nicht mehr da. Gerd Roste. Haben Sie mal einen Augenblick Zeit für uns? Worum geht's denn? Na, um den Mord. Sie haben doch schon mit mir darüber gesprochen. Aus dem Grunde möchten wir noch mal mit Ihnen sprechen. Wenn ich mich recht erinnere, beklagten Sie sich doch über die schlechte Bezahlung hier. Und in dem Zusammenhang erwähnten Sie 5000 Mark. 5000 Mark? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe, mit diesen 5000 Mark. Ja, aber ich meine, wie kamen Sie auf 5000 Mark? Ich meine, Sie haben doch die Summe erwähnt. Hat es irgendeine Bewandtnis damit? Ich habe hier noch zu arbeiten. Moment. Kommen Sie bitte mit uns. So. Jetzt sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Aber darf ich mir vorher noch... Ja, holen Sie sich Ihr Bier. Danke sagen, dass Sie mir mein Bier holen darf. Nein, nein, Sie müssen nicht Danke sagen. Ich möchte mit Ihnen über Dr. Schönfelder sprechen. Sie haben das sicher öfter mit ihm zu tun, ne? Vielleicht sagen Sie mir, was Sie von mir hören wollen. Irgendwas wollen Sie doch von mir hören. Mit Leuten wie Ihnen habe ich auch schon zu tun gehabt. Und von da habe ich meine Meinung. Und ich sage Ihnen gleich, keine gute. Haben Sie mal mit Dr. Schönfelder über Mord gesprochen? Das haben wir, ja. Und über Tote. Und dazu konnte ich eine Menge sagen. Weil mir im Leben eine Menge Tote begegnet sind. Bei der Flucht aus dem Osten. Damals waren Menschenleben nichts wert. Nicht so viel. Das hat Schönfelder sicher sehr interessiert. Und der Doktor und ich waren da einer Meinung. Und welcher Meinung? Na, wovon rede ich denn? Von den Toten, die ich gesehen habe. Alles Menschen, die man umgebracht hat. Und dass sie da lagen, war nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Ich meine, das war damals zu Kriegszeiten, ne? Ja. Aber jedenfalls habe ich es erlebt. Haben Sie die 5000 Mark aus dem Briefkasten genommen? Die waren doch gar nicht mehr drin. Herr Droste, Sie sind festgenommen. Jana? Kommst du vorwärts? Ja, es geht. In jedem Manuskript gibt es logische Ketten. Das überprüfe ich gerade, die Lückenlosigkeit der Argumente. Du willst etwas sagen? Es ist eine Festnahme erfolgt. Ach was? Eine Festnahme? Wer ist festgenommen? Der Hausmeister. Droste? Glaubhaft, es ist glaubhaft. Der Mann hat viel erlebt, er hat da ein paar grausame Bilder in sich. Immer parat, er ist aus dem Osten gekommen in den letzten Kriegsmonaten. Dort hat er gesehen, wie Menschen umgebracht wurden. Das hat ihn erschreckt und dann
gleichgültig gemacht. Und über die Gleichgültigkeit erfolgte die Akzeptanz. Ich habe ihn in diesem Manuskript einige Male zitiert. Festgenommen also. Dann kannst du deine Arbeit ja bald abschließen. Höre ich da etwas heraus? Ironie? Ich gebe zu, ich habe eine Menge Empfindungen in mir. Ironie ist nicht dabei. Gut, gut, ist auch nicht so wichtig. Droste also. Herr Bubach, Sie haben es noch nicht gehört, nein? Droste ist festgenommen worden. Sie sagen gar nichts. Nun, das ist doch eine aufregende Neuigkeit, die einen Schlusspunkt setzt, einem Thema, über das wir doch geredet haben. Das ist richtig. Können Sie mir sagen, wie lange das hier noch geht? Sie haben mich aus der Heizung weggeholt, da war was zu reparieren. Hören Sie, wenn da was passiert, dann werde ich Sie schadenersatzpflichtig machen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Aber vergessen Sie nicht, Sie sind hier bei der Mordkommission. Schadenersatzpflichtig. Der nervt mich. Wir müssen ja doch laufen lassen. Ja, natürlich müssen wir laufen lassen. Nur weil er Mord für nichts Besonderes hält, können wir ihn hier behalten. Aber der Schreckschuss für die Hausbewohner hat sich hoffentlich gelohnt. Hm. Was ist? Haben Sie Angst vor mir? Ich habe Sie erst gar nicht erkannt. Jetzt wissen Sie, wer ich bin. Sie haben trotzdem Angst. Ja. Muss ich mich dafür entschuldigen? Nein. Ich gehe zu Fuß. Nehmen Sie den Fahrstuhl, einverstanden? Darf ich Ihnen die Taschen abnehmen? Nein, nein, das schaffe ich schon. Hier, in diesem Fahrstuhl ist es passiert. Ja, ja, der Mörder ist mit eingestiegen. Genauso wie ich mit eingestiegen bin. Finden Sie nicht auch, dass das ein wahnsinniger Gedanke ist? Sie müssen den achten, nicht wahr? Sie sterben wohl schon ein bisschen. Ja. Ich dachte, Sie wohnen eine Etage höher. Ja, ja. Ich bringe Sie noch zu Ihrer Tür. Geben Sie mir. Nein, nein. Ich will nicht mit rein. Schließen Sie nur auf. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Ich habe vorgestern nachts an Ihre Tür geklopft. Sie waren das? Ich wollte Ihnen sagen, wie leid mir das tut, was da mit Ihrer Freundin passiert ist.
Ein schöner Blick, nicht wahr? Ja. Ich genieße ihn immer wieder. Jeder Ort teilt etwas mit. Er schränkt die Fantasie ein oder er beflügelt sie. Und manche Fantasie erstickt in kleinen Zimmern. Da geht Leben zugrunde. Die Möglichkeiten, die jeder hat, gehen zugrunde, wenn der Rahmen zu eng gefasst ist. Dieser ist nicht eng gefasst. Ganz gewiss nicht, Herr Doktor. Danke für heute. Nein, ich danke. Werde ich noch gebraucht? Nein, danke, Herr Bubach. Haben Sie schon gehört, dass eine Festnahme erfolgt ist? Ja, ja. Und, was ist denn Ihre Meinung dazu? Was soll ich dazu sagen? Hat Sie das nicht überrascht? Der Hausmeister ein Mörder? Wissen Sie, ich habe Ihrem Mann immer sehr gut zugehört. Alles, was in der Welt passiert, gibt ihm recht. Er hat ausgesprochen, was viele Menschen denken, die sie sich nur nicht so klar machen können. Ihr Mann hat recht. Wir taugen nichts. Sie auch nicht. Ich auch nicht. Herr Bubach, können wir Sie mal einen Augenblick sprechen? Und wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust, mit Ihnen zu reden? Es täte mir leid, das kann ich in diesem Fall nicht akzeptieren. Kommen Sie rein. Wozu wollen Sie mich eigentlich sprechen? Sie haben doch den Mörder. Nein, wir haben ihn noch nicht. Wir haben den Hausmeister nur verhört, dann haben wir ihn wieder nach Hause geschickt. Er ist schon wieder in seinem Heizungskeller, damit Sie nicht auf Ihr warmes Wasser verzichten müssen. Aha. Ist da also davongekommen. Was haben Sie eigentlich mit Dr. Schönfelder besprochen? Ich verstehe. Nicht, dass Sie denken, ich wüsste nicht, worauf Sie hinaus wollen. Einen Fehler sollten Sie nicht machen. Halten Sie mich nicht für dumm, ich bin es nicht. Ich weiß nicht, was ich an mir habe. Alle Leute neigen dazu, mich für einen Idioten zu halten. Dr. Schönfelder auch, ja? Für den sind wir alle Idioten. Sie auch. Aber jetzt sage ich Ihnen etwas. Der Mann sagt eine Menge Dinge, die meine volle Zustimmung haben. Er sagt, dass wir alle so, wie wir da sind, nicht ganz bei Trost sind. Und wenn ich sage, nicht ganz bei Trost, so ist das freundlich ausgedrückt. Er sagt es direkter. Für ihn sind alle Menschen potenzielle Mörder. Und das will er beweisen. Sie wissen, dass Dr. Schönfelder 5000 Mark in seinen Briefkasten gelegt hat, nicht? Ja, ja, das weiß ich, eine verrückte Idee. Finden Sie nicht? Ich habe ihm gesagt, Doktor, was Sie da tun, ist etwas irrsinnig Trauriges. Bubach hat recht, das alles ist irrsinnig traurig, ist es. Ich möchte mir den Briefkasten nochmal ansehen. Weißt du, irgendetwas begreife ich an der ganzen Geschichte nicht. Da legt einer 5000 Mark in seinen eigenen Briefkasten quasi als Belohnung für einen Mord. Und keiner in diesem riesigen Haus, der sagt sich, rutsch mir noch einen Buckel runter, macht einen Mord selber, nimmt sich das Geld und macht sich ein paar schöne Tage. Ich begreife es nicht. Ich hol mir den Grüner dazu. Er ist offen. Er ist immer noch offen. Sie haben die 5000 Markscheine gesehen. Wann haben Sie sie gesehen? Sie lagen 2 Tage da drin. 2 Tage? Woher wissen Sie es so genau? Weil es mich interessiert hat. Und wann genau war das Geld nicht mehr drin? Am Morgen nach dem Mord. Sie haben jeden Tag nachgesehen? Jeden Tag. Weil es Sie natürlich ungeheuer interessiert hat. Ja, das hat es.
Wir möchten mit Ihrem Mann sprechen. Wer hat denn da gekommen? Einen Moment, bitte. Die Polizei ist noch mal da. Darf man dich stören? Aber ja doch, sie sollen hereinkommen. Kommen Sie nur, was führt Sie zu mir? Wollen Sie etwas trinken? Machen Sie sich keine Umstände. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, ich habe nur eine Frage an Sie. Haben Sie 5000 Markscheine in Ihrem Briefkasten deponiert? Gleichsam als Belohnung für den, der einen Mord begeht? Wer hat denn da geredet? Grunau, Hausmeister, Buber. Erstaunlich. Haben diese drei, haben Sie von sich aus geredet? Oder wie haben Sie es herausbekommen? Grunau hat von sich aus geredet. Grunau also. Ein Mann, der das Geld gebrauchen kann. Jeder Mensch hat einen schwachen Punkt. Bei Grunau ist es Geld. Also Sie haben das Geld in den Briefkasten gelegt? Ja. Sie wissen, was Sie getan haben? Das ist Anstiftung zum Mord. Aber hören Sie doch auf damit. Habe ich Ihnen nicht erklärt, worum es mir geht? Und ich hatte den Eindruck, dass Sie mich verstanden haben, dass es mir darauf ankommt, zu beweisen, wie nah wir alle dem Mord sind. Darüber schreibe ich doch. Das ist doch mein Thema. Mein Lebensthema. Kann ich Sie mal allein sprechen? Ihr Mann ist krank und Sie wissen das. Ist das eine Krankheit? Sehen Sie mal in seinem Schreibtisch nach. Ziehen Sie das Fach auf. Erlauben Sie? Geld haben Sie sich verdient, nicht? Sie haben das Mädchen umgebracht. Ich habe Ihre Aussage noch im Gedächtnis. Sie wollten den Fahrstuhl benutzen und holten Sie herauf. Und ich fragte Sie, wie lange haben Sie gewartet? Und Sie sagten? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich korrigiere mich. Irgendwann hielt der Fahrstuhl. Zweimal. Ich fand die Tote. Etwas später kam ein Mann. Er kam über die Treppe. Nehmen Sie mich noch mit? Aber natürlich. Danke vielmals. Sie müssen ganz oben hin? Ja, in den 12. Dr. Schönfelder, nicht wahr? Ja. Und Sie müssen? In den 8. Es kam mir doch nur darauf an, etwas zu beweisen. Ich sagte es doch schon, wie sehr, wie ständig, wie unaufhörlich wir von Mordgedanken umgeben sind, durchdrungen sind. Spielt es eine Rolle, an wem es bewiesen wird? Mit allem, was ich da geschrieben habe, habe ich recht. Ich warte auf den, der mich widerlegt. Sie werden jeden Tag widerlegt, auf die einfachste Weise. Durch das blanke Entsetzen, den Ekel, den Abscheu, den jeder Mord hervorruft.